Das war eine scharfe Nacht. Bin gar nicht richtig wach, hey. Ohne Scheiß. Hier ist Mr. Memo HD mit D. Ich grüße euch recht herzlich, Freunde. So, also, wir atmen mal tief durch. Okay. Folgendes, Freunde, was es heute geht, ist hier, was ihr sehen könnt hier, FM 2013, der Fußballmanager 2013. Ich muss mal schauen, ob ich aufnehme, was so nebenbei. Aufnahme läuft. Okay, Aufnahme läuft. Also, Freunde, folgendes. Der Fußballmanager 2013, genau, geht bereits in die 13. Runde. Ich glaube, der erste Fußballmanager war 2001. Das war der. Ja, das ist mir jetzt auch klar. Nervt mich jetzt nicht. Das ist live, Freunde. Das ist very, very live. Okay, back to topic, friends. Es geht ja darum, dass ich euch mal so den FM 2013 mal ein bisschen mal so näher bringe und euch vielleicht vom Kauf abraten kann oder zum Kauf empfehlen kann. Also ich zeige euch einfach, ich muss so Deutsch lernen, ich zeige euch einfach mal ein paar Bilder und ihr könnt dann dazu einfach mein eigenes Geschwätz dazu anhören, was quasi, ja, zu den Bildern, die wir das sehen, einfach für euch verständlicher wäre. Mal gucken, ob ich jetzt gleich einen Fail mache. Ja, war wieder klar, dass es nicht klappt. Okay, also Freunde, hier seht ihr, also ich lese mal vor, was auf der Internetseite steht und erkläre was Eigenes dazu, ja? Also, die Hierarchie, oh Gott, die Hierarchie, geil, die Hierarchie-Pyramide zeigt dir, welche Spieler in deinem Kader das Sagen haben. Wichtig ist, es aber auch, dass, oh Gott, ich kann nicht lesen, nochmal, die Hierarchie-Pyramide zeigt dir, welche Spieler in deinem Kader das Sagen haben. Wichtig ist es aber auch, dass diese von ihrem Kollegen akzeptiert werden. So, ich bin auf Deutsch, scheiße, wie ihr es hier sehen könnt, Big Boss ist quasi hier der Führer, unser Führer. Du bist ein Rechtsradikal, Micha. Nein, ich bin nicht rechtsradikal, ich bin selber dunkelhäutig. Naturnigger. Also, Freunde, jetzt hört mal zu. Anführer, also das heißt quasi, wenn ihr quasi jetzt irgendeinen Spieler zu einem Kapitän hier bestimmt, sagen wir jetzt mal als Beispiel so ein Anfängerspieler wie Maximilian Riedmüller, genau, wie man hier sehen kann, hat er quasi gar keinen, hat er gar, einfach keine erst. Oh, ich kann noch nicht reden. Freunde, das ist mein erstes Mal hier, mein erstes Mal. Seid bitte nicht zu enttäuscht. Also, es geht folgende Weile. So, von vorne nochmal. Freunde, es geht darum, ihr müsst quasi euch einen Spieler hier aussuchen, der Respekt, scheiß Schwäbisch, Respekt bei anderen Spielern sich erarbeitet hat, beziehungsweise durch Leistungen oder, wie hier auch steht, durch viel Einfluss, einfach eine Respektsperson ist. Heißt quasi, wenn ihr jetzt, sagen wir jetzt mal, hier seht ihr, Nils Petersen ist ziemlich gut dafür hier geeignet, das sieht man hier auch anhand dem Balken. Ihr müsst quasi schauen, dass ihr halt einen Spieler habt, der vor allem auch viel Erfahrung hier mitbringt. Weil was bringt es einem, wenn er hier jetzt, sagen wir jetzt mal, jetzt muss ich euch überlegen, gut, ja, sagen wir jetzt mal, wir nehmen jetzt mal einen Abwehrspieler, hier zum Beispiel Daniel van Beuten. Der wird auch ziemlich arg respektiert, aber ich denke mal, ja, der hat halt nur Erfahrung in der Abwehr. Speziell im Sturm und so hat eher der Schweinsteiger mehr Erfahrung, weil er einfach auch schon ein Jugendspieler ist. Der ist quasi mit den, ich glaube, das weiß jeder, was das heißt, mit dem Bayern-Spieler quasi ja zusammen aufgewachsen. Ich muss mal kurz was schauen, Freunde. Ja, ich sehe das nicht immer. Oh, nein! Okay, das war live, scheiße. Nochmal zurück. Okay, es ist quasi einfach so, dass ihr jetzt einfach einen guten Spieler euch aussuchen müsst, der bei anderen Spielern viel Respekt hat und vor allem auch viel Einfluss hat. Heißt einfach, dass die Spieler dann auch auf ihn hören. So, Freunde, jetzt geht Nummer 2 weiter. Pass auf, oh Gott, ich muss schauen, über die Team, ach, das ist so ein scheiß Mikrofon hier, über die Teamanalyse kannst du sehen, wo in deiner Mannschaft überall Probleme stehen. Auch Spieler, die nicht spielen, können für das Mannschaftsgefüge wichtig sein. Erstmal werden auch Brüder Cousins vom FM erkannt werden. Oh Gott, ich muss mal näher lesen. Also, Freunde, folgendes, das heißt, boah, ich muss überlegen. Also das mit dem Verwandten heißt quasi, dass er jetzt in Zukunft auch, sagen wir jetzt mal, ihr kennt ja Bastian Schweinsteiger, klar. Der hat ja noch einen Bruder, der heißt Tobias Schweinsteiger. Der wurde quasi von den Bayern, von der zweiten Mannschaft jetzt auch aufgenommen. Und das kann man jetzt auch erstmal, dazu zeige ich euch noch ein Bild. Ich muss langsam reden, die merke ich gerade. Kann man jetzt auch erstmalig
schauen, was der quasi treibt. Sprich, wenn wir jetzt hier den Schweinsteiger, also den großen Schweinsteiger in die A-Mannschaft hauen und den kleinen Schweinsteiger in die B-Mannschaft, können wir aber auch gleichzeitig in einem Menü, ich bin meine Sprache, in irgendeinem Menü, eine Sekunde, ich muss kurz was schauen, bitte. So, Freunde, wir sind zurück. Ich muss schauen, ob es wieder geht. Ja. Ich habe gerade eben mich nochmal informieren müssen. Ich habe es nicht ganz geschnallt, was hier abging. So folgendes. Also wie hier, ist über die Teamanalyse, Team Dynamics, da erfährt ihr quasi, wo es Probleme gibt. Sagen wir jetzt mal, sagen wir es mal, ein Spieler spielt nicht so oft. Ich weiß immer nur Auswechselspiele oder darf nicht den Elfmeter schießen. Ach, halt's Maul, habe ich doch schon längst gemacht. Oder mache ich noch. Quasi, sagen wir jetzt mal, Timo Hildebrand ist jetzt auf Deutsch ja angepisst, weil er einfach nicht oft genug im Tor steht. Dann steht hier quasi hier ein Problem und kann man quasi hier Verbesserungsvorschlag geben. Dann kann man sagen, komm, Timo, du spielst jetzt quasi zweimal hintereinander und dafür gehen wir quasi einen Kompromiss an, dass wir sagen, okay, du kannst jetzt zweimal spielen und dafür zweimal auch wieder auf der Bank sitzen. Genauso ist es auch jetzt hier mit Metzel, der ist auch ein Abwehrspieler, ja, ein ziemlich guter. Und wenn der aber jetzt zu schwach ist, weil er einfach ein Konkurrent einfach noch stärker ist, und dann sagt man, okay, pass auf, Christoph Metzelder, du machst jetzt mal 3 Spiele der Pause, tust du deine Kraft sammeln und dann darfst du das spielen. Ich weiß ja auch so einen Verbesserungsvorschlag, was da auch geht. Ist eigentlich eine ganz nette Idee, ehrlich gesagt. Finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Ist auch neu dabei, glaube ich. Bei dem letzten FM war es zwar auch so mit dem Problem, aber man konnte nicht direkt irgendwie was ansprechen, so wie jetzt hier. Wenn man auch sieht, dass keiner motiviert ist, sagen wir mal, der Jurado hat einfach jetzt keine Lust mehr, weil er seit 300 Minuten kein Tor mehr schießt, dann kann man sagen, okay, pass auf, wir trainieren das jetzt mit dir mal. Also quasi ein Extra-Training. Und dann müsst ihr auch wieder gehen. Also es ist eine ganz coole Idee eigentlich. So, dann kommen wir zu der, passt mal auf, zu der Kaderplanung. Also, ich lese mir da vor. Mit dem Kaderplaner, ach, das ist ein Scheiß, wenn wir hochgucken hier. Mit dem Kaderplaner kannst du die Mannschaft für die kommende Saison auf einfache Weise planen und direkt sehen, welche Auswirkungen die Verpflichtungen neuer Spieler auf dem Kader hätte. Hier kann man nach Herzenslust ausprobieren. Oh Gott, ich sollte mal gescheit schreiben. Also folgendes, Jungs und Mädels, ne Freunde, jetzt ist es so. Sagen wir jetzt mal, wir kaufen uns jetzt, also ihr seht ja hier die Standard der Mannschaft, 2013, 12er Mannschaft. Und wir wollen quasi uns jetzt ein Spieler holen, wo wir aber nicht wissen, wie die anderen Spieler darauf reagieren. Sagen wir jetzt mal, Schweinsteiger würde jetzt extrem pissig reagieren, wenn wir jetzt einen stärkeren Defensivspieler, ja doch, Defensivspieler kaufen würden. Dann wäre er quasi angegriffen und sagen, scheiße, jetzt habt ihr einen gefunden, der ist stärker als ich. Damit bin ich nicht zufrieden. So. Oder bringt der neue überhaupt was, der neue Abwehrspieler? Zum Beispiel, hier seht ihr ja, wenn wir jetzt hier nur Richarlison jetzt holen würden, wäre Javi Martinez ziemlich angepisst, weil quasi halt ein Konkurrent von ihm da wäre oder anderem, der auch beide Positionen ziemlich stark spielen kann. Genauso, wenn es auch, wenn ich sagen würde, komm, ich tu komme, oh Gott, komme ich jetzt raus und hole mir dafür, wie jetzt hier, ja genau, wie im Gespräch, Edin Dzeko, oh Gott, Edin Dzeko, oder wie der heißt, keine Ahnung, wie heißt der? Edin Dzeko, oder? Richtig? Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Ist auch ein sehr, sehr starker Stürmer und ich sehe, die sind eigentlich beide ja gleich stark. Und dann wird quasi die Mannschaft darauf komisch, ja halt negativ reagieren, weil quasi ein neuer Spieler im Sturm drin ist, wo sie vom System noch nicht so gut kennen. Heißt quasi, man kann aber auch sich auch Wunschtransfers mal probieren lassen. Sprich mal, wir holen jetzt mal Ronaldo. Ronaldo bei Bayern. Ja, gut, zurück zum Punkt. Das wäre quasi total unrealistisch. Klar, da würde die Mannschaft sich natürlich hier auf überall, ja, grün, das würden sich alle freuen. Aber es kann aber auch noch hinten losgehen, weil Ronaldo ist ein Einzelgänger. Und wer weiß, ob auch so Einzelgänger wie Ribéry oder halt die Robben darauf gut reagieren würden, wenn auf einmal so ein Megastar, scheiß Schwäbisch, so ein Megastar in der Mannschaft spielt, aber dann total dem Ribéry und den Robben, ja, quasi den Platz, einfach den Platz wegnehmen tut, dass sie sich, oh Gott, langsam, dass die zwei sich einfach entfalten können. Witz nebenbei, welches Tier kann ein Tor schießen? Die Robben. Witzig. So gesehen, Freunde, also das ist eigentlich ein ganz nützliches Tool, aber ja, muss nicht unbedingt sein, aber ich finde es nicht schlecht. Boah, ich muss was trinken. Eine Sekunde. One second, please.
So, das haben früher auch meine Eltern immer so gehasst, wie ich gemacht habe, mach, scheiß drauf. Freunde, gehen wir weiter. Wir sind jetzt bei 4 bereits. Pass mal auf hier. Der neue Halbzeitbereich bietet dir weitere Angriffsmöglichkeiten durch erweiterte Spielergespräche und neuen Ansprachen an die. Was? Ich soll echt mal genau schreiben. Der neue Halbzeitbereich bietet dir weitere Angriffsmöglichkeiten durch erweiterte Spielergespräche und neuen Ansprachen an die Mannschaft. Zusätzlich kannst du die Frische deiner Spieler durch Massagen verbessern. Massagen vom Trainer. Stößel. So, Freunde, also, zurück zum Punkt. Es geht quasi hier darum, dass es mehr Ansprachen dabei sind. Du kannst quasi, du hast viel mehr, ja, hier wie ihr auch seht, man kann quasi viel mehr. Ja gut, es sind jetzt noch hier auch zum Beispiel, es sind quasi mehr Ansprachen dabei, auch mit verschiedener ja, Vorgehensweise. Entweder du wirst sagen, los ihr Schweine, macht jetzt, spielt für mich und für die Fans da draußen, oder sagt, hey, ihr seid echt gut, mach weiter so, das gibt trainingsfrei. Wisst ihr, ich meine? Man kann quasi jetzt ganz variabel die Gespräche quasi jetzt auch hier auswählen. Sagen wir jetzt mal zum Beispiel auch hier, weil ich hier jetzt gerade immer so gelesen, ich muss runterkommen, so. Durch Massagen heißt, wenn jetzt quasi ein Spieler sich nicht verletzt, aber er ist angeschlagen, dann kann man dadurch sagen, okay, komm, geh in der Pause zur Massage. Und ihr ups, uff, so jetzt. Und ihr werdet sehen, dass die Frische vom Spieler dann wieder, oder die Frische oder die Fitness wieder hochgehen wird, weil er quasi dann entweder frisch ja, mit so Eisspray, jetzt ist schon zum Beispiel, Eisspray oder einfach durch eine Massage, durch einen Masseur, auch wieder je besser gespräch, man kann quasi variabler in der Pause hier handeln. Das finde ich auch nicht schlecht. Boah, leck, dann geht's gleich mal weiter. Hier, passt auf, Freunde. Viele taktische Anwendungen kannst du jetzt stufenlos variieren. Wie zum Beispiel die Art der Flanken. Eben diese Flanken wurden noch einmal verbessert. So, was sich positiv auf die Kopfwelle und auf die Kopfballtore auswirken wird. Zahlreiche Fanbanner sorgen in den Stadien für Atmosphären. Okay, also folgendes. Man kann quasi jetzt, wie ihr auch seht, hier, kann man jetzt zum Beispiel Pressing auf 48 machen oder auf 50 oder auf 100 oder die Flankenhöhe, Mittel. Also wisst ihr, dass man einfach sagt, okay, die Flankenhöhe liegt bei 18%, bei 80%, bei 70%, bei 55%. Man kann es quasi stufenlos variieren, was man im Spiel davor, FM 2012, nicht konnte. Da konnte man, glaube ich, nur, ich weiß gar nicht, Mittel, Hoch oder Flach, glaube ich, auswählen. Und das finde ich jetzt richtig geil. Da kann man quasi jetzt auswählen, hey, du machst jetzt mal eine richtig steile Flanke mit über 70%, ja, doch einfach mit 45% oder eine richtig hohe mit 80%. Das heißt, es können quasi viel mehr variablere, es können viel mehr Tore fallen, die dann auch auf variable Art geschehen. So. Wie ihr auch seht hier, ich muss ranzoomen. Es sind jetzt auch mehr, gut, Spieler aus tauscht auch, aber es sind jetzt viel mehr Banner dabei. Hier, wie ihr auch seht hier. Dass einfach, ja, einfach das Gefühl noch weiter rüberkommt, dass wir genau im Spiel drin sind. Finde ich eigentlich ganz cool, aber das mit den Bannern, da kann man auch durch Downloads, die dann auch gekommen werden, durch lauten Fanseiten, noch mehr erweitern. Also ich finde das hier mit den variablen Einstellungen der Taktik verdammt geil, ey. Weiter so, EA. EA Games, it's in the game. So, Freunde. Jetzt muss ich gucken, was habe ich bis 6 geschrieben? Das Ergebnis hier vom Spieltag. So, wie ihr seht, hat sich auch ein bisschen was getan. Hier sind die Wappen jetzt anders als im Vorgänger, sind quasi deutlicher zu sehen, auch kräftiger, wie ihr seht hier. Die Tabelle, die haben das auch anders hier gemacht, quasi jetzt noch moderner, finde ich persönlich. Auch hier vom Aufbau ist alles ziemlich modern gehalten. Hier unten auch die Leiste mit den Informationen, ob irgendwas anliegt, ob eine Nachricht noch offen liegt, ob eine Transferanfrage da ist oder so, finde ich auch cool. Hier, was auch geil ist, man kann sogar jetzt auch hier, was auch mit einbegriffen wurde, das finde ich richtig geil, Reserve, Jugend oder B-Jugend. Aber man kann quasi alles auf einen Blick sehen, wirklich, also, bin ganz sprachlos. Einfach, man kann einfach alles auf einmal sehen, muss ich nicht immer so durchklicken, hier runterklicken, dann hier durchklicken, dann das, man kann sagen, zack, 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 fertig ist der Drops. Langsam, so. Ah, das ist erstmal, das ist schnell Rede. Man kann quasi alles auf einmal sehen. Hier, 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 hier. Und fertig ist der Drops. Höchst das von Kommando Krieger. Nein, jetzt habe ich nicht von Kommando Krieger. Okay, so. Folgendes, Freunde, es geht weiter.
Bastian Schweinsteiger, hier, jetzt passt mal auf. Übersicht der allgemeinen Spielerdaten. Man beachtet die neuen Charaktereigenschaften. Okay, wie ihr seht, hier, das mit dem Verwalten, was ich vorhin auch schon angesprochen hatte, hier, Tobias Schweinsteiger ist der Bruce. Der Bruce. Aber bitte mit sexy, sexy, gell? Drummer, Drummer, Baby. Das ist der Wahrheit. Tobias Schweinsteiger. So, wenn wir quasi jetzt da draufklicken würde, wird quasi nochmal ein Fenster sich öffnen. Und dann könnte man auch gleichzeitig die Daten gesehen von seinem Bruderherz. Herz. So folgendes. Die neue Charaktereigenschaft, mich kurz selber mal klotzen, wo man die sieht. Ja, hier, die Erfahrungspunkte ist jetzt neu dabei. Das habe ich jetzt gesehen, dass man auch noch Punkte dazu bekommt, glaube ich. Was sieht man noch? Ich vermute einfach mal hier. Vielleicht einfach, dass sich hier irgendwas der getan hat. Da bin ich jetzt ein bisschen gerade überfordert. Aber an sich, wenn sich da was getan hat, auch nicht schlecht. Kann man noch vielleicht noch genau schauen, wie der Spieler tickt. Mal gucken, wie lange ich aufnehme. Schon eine Viertelstunde. Egal, heute gibt es ein 10-Abonnenten-Special. Scheiß drauf. Okay, Freunde, wir gehen weiter. Die Teamdynamik. Was habe ich hier aufgeschrieben? Übersicht der. Warte mal. Übersicht der allgemeinen Spielerdaten. Mein Be nee, Quatsch. Ups. Die Teamanalyse. Hier sieht man, der Bereich der Spielerstatistik, okay, hat sich auch was getan. Man kann quasi diesmal jeden Spieler auf einmal sehen. Hier auch seine Wünsche, also was er quasi hat, will gesund. Hier zum Beispiel der Neven Subotic will wieder gesund werden. Dann hatte er 4 Tage danach, möchte wieder in Form kommen. Hier der Mario Götze hat er am 11.10. möchte sich verbessern quasi. Hier am gleichen Tag noch will Stammspieler in der ersten Mannschaft sein, dass er sich weiter dazu hier verbessert. Finde ich auch recht cool gemacht. Hier auch seine Leistungskurve, wie das alles abging. Ob quasi die Motivation jetzt besser geworden ist, ob er mehr Leistung gebracht hat oder ob er einfach ein bisschen, ja, einfach wie ihr hier auch seht, hier hat er quasi jetzt einen Wunsch, möchte in einem defensiven, stabilen Team spielen, weil das irgendwas nicht zufriedenstellend war, dass er quasi unzufrieden war. Wie ihr hier auch seht mit Oliver Kirch, dass es quasi ihm nicht so passt, wenn die Mannschaft dann so offensiv ist. So, ist eigentlich ziemlich cool. Man kann quasi, ja, man kann sich eigentlich total auf einen Spieler, auf einen einzigen Spieler einlassen und total sagen, okay, pass auf, du hast die Wünsche, ich erfülle dir die Wünsche, dann musst du aber erstmal Leistung, Leistung, Leistung bringen. Sonst gibt's die Bank. Habt ihr gehört, Freunde? So wird das gehen hier. Okay? Weiter geht's. Mahlzeit. Schwein, man rülpst nicht. Entschuldigung. Okay, Merzinesi. Was? Passt mal auf. 9. Internal. Internale Mercedes um. Oh Gott, Mercedes. Medes. Was? Internale Mercedes-Ding Umsätze. Okay, ich muss echt mal die Wörter lernen. Heißt, ihr könnt quasi jetzt mal sehen, was die Länder da an, ja, an Umsätze hier gemacht haben, wo in welchem Land was verkauft wurde. Welche Spieler am meisten Umsätze in den Ländern bringen, wie ihr jetzt auch hier seht, die einheimischen Spieler hier, Polen, da ist klar, dass dann in Polen auch mehr von denen gekauft wird, mehr Trikots, DVDs, also quasi die Fanartikel. Sprich, wir tun es mal von Mario Götze und Gomez, ist ja klar, Deutschland, das sind wahrscheinlich dann damit die Umsätze wieder hier höher. Oder jetzt von, keine Ahnung, jetzt von unserem Jeroppen, von dem Holländer wird wahrscheinlich wieder mehr Umsätze in Holland sein. Ist klar, weil einfach die Mannschaften dann, die Fans variabel auf ihre Spieler auch natürlich einkaufen werden. Finde ich auch recht geil. Wenn man aber in einem ganz anderen Land, zum Beispiel jetzt wie in Brasilien oder in Afrika oder jetzt in Indien oder sowas, auch einen neuen, wie ihr seht, einen neuen Fanshop eröffnen ihr möchte, kann man sagen, okay, pass auf, wir wechseln in ein anderes Land, gucken, wie dann die Spieler und die Umsätze hier beliebt sind und wie die Umsätze wiederum sich auch dann lohnen würden und ob es sich überhaupt lohnen würde, da was zu machen. Finde ich persönlich sehr geil. Man kann dadurch mehr Umsätze reinholen und man sieht, in welchem Land man wo und welche Spieler am meisten beliebt sind. Finde ich echt geil gemacht. EA, wie gesagt, habt ihr gut gemacht. So, weiter geht's. Fusionsangebot, das finde ich auch cool. Passt mal auf. Fusionsurkunde, Wappen. Oh, ich glaube, ich bin zu weit unten. Fusionsurkunde, Wappenerstellung und Namensgebung. Hier können sie auch die Trikots designen. Okay, heißt, man kann quasi sagen, pass auf, wir sind ein ganz kleiner hier Verein. Wie jetzt hier VfL Köln 88. Ja? Wir sind einfach zu schwach, wir haben keine starken Spieler, wir kommen nicht hoch in die von der Verbandsliga, also von der Verbandsliga hoch. Ob man doch vielleicht nicht eine Partnerschaft angehen könnte mit einem größeren Verein, der dann eventuell, wenn er zu viel Spieler hat, einfach die oder Spieler hat, die noch nicht viel Erfahrung haben, dass die einfach in dem kleinen Verein aushelfen, sprich sich da ja transferieren. Oh Gott,
sich quasi da halt einwechseln lassen, dass sie einfach dem Verein auch aushelfen und einfach vielleicht mit dem Verein auch Erfahrung sammeln und auch zusammen aufwarten, kann man auch blöd erklären, dass quasi der Verein hier, der VfL Köln, quasi mehr Chancen hat im Fußball, im DFB und so weiter, dass einfach die Chancen da sind, überhaupt mal hochzukommen. Wie ihr auch seht, hier bei Spieler wollen sie mit dem spricht quasi, wenn ich jetzt als kleiner Referenz, okay, pass mal auf, der Thomas Gewartinger, der Ferhat Rügel oder der Tim Hässler, die gefallen mir, die könnten mir vielleicht mal helfen so in Zukunft, die nehmen wir mit, dann könnt ihr hier das alles demarkieren, könnt hier Abgebot ja abgeben. Und dann heißt entweder ja oder nein. Also wenn es heißt ja, dann klar, na, habt ihr die Spieler in Zukunft auch dann hier bei euch. Quasi kostenlos, kann man so blöd sagen, dass ihr einfach, ja, weil das sind wahrscheinlich auch die Spieler, die einfach auch im anderen Verein dann zu teuer werden, weil sie einfach nicht spielen können und halt einfach dafür noch ihre, klar, ihre Gage und ihren Monatsgehalt einfach auch noch haben wollen, aber den Verein nicht mehr zahlen möchte. Okay? Ist auch recht cool. Quasi, dass die kleineren Vereine einfach mal schneller hier hochkommen. Ich guck mal kurz was. Boah, ich rede schon 20 Minuten lang durch. Egal, scheiß drauf. Heute wird hier durchgerammelt. Heute geht hier die Post ab. So, Freunde, hier ist es so übergangen. Das finde ich auch cool. Passt mal auf. Was passiert jetzt? Okay, quasi hier, das ist so übergangen. Heißt quasi, ihr könnt jetzt schauen, was am Ende des Jahres sich verbessert hat, was schlechter geworden ist, wie ihr auch hier seht. Die Sponsoren haben dir mehr Geld eingezahlt, weil dein Zuschauerschnitt gestiegen ist oder dein Transferprestige und Gehälter sind ja gestiegen, weil der Spieler, weil der dein Manager einfach sieht, hey, wir brauchen stärkere Spieler und haben halt eine gute Mannschaft, aber es wäre nicht schlecht, wenn halt noch stärkere Spieler da dabei wären. Oder hier bei den Zuschauern, ob es sich überhaupt lohnt, das Stadion auszubauen oder Fernsehgelder, ob du, wenn du halt in dem internationalen Pokal spielst, ob du quasi mehr reißen kannst, quasi mehr Sponsorengelder reinbekommst, dass du auch stärkere Spieler dafür auch kaufen kannst. Finde ich auch recht cool. Ich glaube, gab es aber schon, aber ich glaube nicht so in der Ausfassung. Ausfassung, keine Ahnung. Pass auf, Freund, jetzt finde ich wieder hier, wo ich bin. Saisonübergang. Von Saison zu Saison. Ihr seht die Entwicklung der Liga, in denen ihr spielt. Okay? Sprich, man kann quasi sehen, wie in dem ganzen Jahr, was sich da verbessert und verschlechtert hat. So. Urkunde. Uff, also quasi, passt auf. Fusionsurkunde. Wappenerstellung und Namen. Nee, Quatsch. Hä? Nee, eben nicht. Nee, eben nicht. Ha, ich hatte doch recht. So, quasi, das heißt, wenn er quasi ein Verein damit einverstanden ist, dass sich in kleineren Vereinen ihm anschließen, ihr könnt, dass einfach die Chancen besser stehen, dass man vielleicht doch mal schneller von der Verbandsliga hochgeht, wenigstens die Kreisliga und so, dann kann man hier eine, dann kriegt man hier eine Urkunde, wo man die letzten Schritte noch endgültig hier machen kann, quasi hier nochmal das Wappen bearbeiten, wenn beide Seiten nicht mit einverstanden sind, sagt man, okay, pass auf, ich mach da noch eine Änderung, da noch eine Änderung, oder das Trikot passt nicht ganz so vom Stil von der anderen Mannschaft. Vielleicht zu der neuen kann man auch noch ändern, oder die Vereinsdaten, sprich quasi den Ort, den, oh Gott, was gibt's noch alles? Den Sta Au, das war der Stuhl, den Stadionnamen oder so weiter, Freunde. Ist eigentlich richtig cool, man kann quasi einen richtig kleinen Verein mit Hilfe von der Partnerschaft richtig groß rausbringen und einfach sich dadurch auch ein bisschen Hilfe holen. Ohne Cheaten zum Beispiel. So, Freunde, hier haben wir, passt auf, Auswahl der Elfmeter. Warte mal, nein, eben nicht. Das ist doch ein Scheiß hier. Das ist quasi hier die Information der Verwandten. Wie ihr hier sehen könnt, Jeremy de Boateng, oder Jerome Boateng, spielt bei München, hat aber einen Bruder, Kevin Prince Boateng. Das ist ein Riesentiermann da in Mailand, den kennt auch jeder. Der war ja mal bei Dortmund und bei Hertha BSC. Wenn man jetzt überlegt, dass, oh Gott, wenn man jetzt überlegt, dass der so hoch ist, krass. Oder hier vom Toni Kroos hat ein Bruder, das wusste ich auch nicht, hier vom Felix hier Kroos, wie ihr hier sehen könnt, hier, wie der so, ja, wie seine Karriere da so läuft, ob wir ihn nicht, doch nicht lieber verpflichten sollen, damit seine Karriere quasi, dass wir sie quasi antreiben hier können, dass es halt schneller die vorangeht hier für ihn. Und wie ihr auch seht hier, das sind quasi alles Brüder, die hier eingeblendet werden, das habe ich noch nicht gewusst, dass es sowas gibt, finde ich ziemlich cool, also richtig geil, ehrlich gesagt. Hier, wie ihr auch sehen könnt, Kleinschweinsteiger und Großschweinsteiger sind in der gleichen Mannschaft, aber ich vermute auch da persönlich, dass da Bastian Schweinsteiger seine Finger mit im Spiel hat.
Weil ich meine, ist ja klar, wenn man seinen Bruder damit auch unterstützen möchte, finde ich auch korrekt. Aber hier, wie ihr seht, können Brüder, 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 das finde ich echt geil gemacht. Man kann quasi sagen, okay, pass auf, ich lasse meinen Bruder, oder ja, halt einfach so, mein Bruder, noch, noch 2 Jahre bei hier, jetzt hier. Diese Brüder, kennt ihr auch? Die sind ziemlich bekannt in Deutschland. Sven und der Lars sagen, okay, pass auf, wir lassen Lars noch zwei Jahre spielen bei Leverkusen. Mal gucken, wie es sich entwickelt, dann holen wir ihn zu Dortmund. Da kann er nämlich mit dem Sven zusammenspielen, weil die sich ziemlich gut auskennen miteinander und vor allem, haben die gleiche Position. Finde ich echt arschgeil gemacht, hey. Also, gefällt mir. Also, ich bin gespannt, was da auf uns zukommt, Freunde. Huh, was haben wir hier? Spielergespräche in der Halbzeitpause. Sprich, man quasi, wie ich vorhin schon gesagt habe, man kann jetzt viel variabler mit einem sprechen. Vor allem hier ist das Menü auch wieder modernisiert. Ich muss kurz gucken, kurz eine Frage. Auch wieder modernisiert worden. Also allgemein, der Style vom FM 2013 ist ziemlich geil geworden, ehrlich gesagt. Hätte ich nicht gedacht, dass man das nochmal steigern kann. Jetzt passt mal auf so. Hier, das ist, was ich meine, das ist variablere. Schau mal, man sagt zu ihm, du bekommst eine Sonderbehandlung. Das sollte Arrivederci oder Shih Tzu. Das ist quasi, ich glaube, das ist irgendwas mit Sport, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, hehe. Aber man kann richtig den Spieler variabel einstimmen auf die zweite Mannschaft. Hier würde ich jetzt sagen, Mensch, Fabian, es geht aber auch besser hier. Du hast eine 4,0, will dich verarschen, du stehst im Tor, hey. Und nicht hinterm Tor, ist das klar? So, hier würde ich jetzt dir sagen, beim Oliver Fink, da würde ich sagen, hey, hast du gut gemacht, du stehst endlich mal richtig im rechten Mittelfeld, finde ich sehr gut. Du hast eine 3,5, ist aufbaufähig, aber ich bin mit dir zufrieden. So, und dann freut er sich natürlich da auch darüber. Und dann kann man sagen, okay, das war eine variable Ansprache, Junge. Macht das Ding voll klar. Finde ich echt geil gemacht. Man kann quasi einfach auch mal mehr auswählen. Und immer nur so loben, motivieren, kritisieren. Wisst ihr, man kann quasi viel variabler einfach, ich weiß zum dritten Mal schon, variabler ein, viermal schon, einfach auf den Spieler eingehen. Vielleicht hat es einfach auch mehr Effekt danach. Finde ich auch cool. Was gibt's jetzt noch? Elfmeterschützen auswählen. Okay, das passt auf. Auswahl der Elfmeterschützen. Ist auch cool gemacht. Man kann quasi jetzt, ja gut, das ist auch nicht wirklich viel, das kann man davor auch machen, aber jetzt ist halt so, wie ihr auch seht hier, die Positionierung, genau meine ich. Deutsche Sprache, schwere Sprache, hat mir das sehr gehilft. Nur 3,50 € hat Geld gekostet. Raus hier! Okay. Ach, das geht ja nicht, ey. Echt. So, Freunde, wir sind zurück. Ich will das Schützen ja auswählen. So, also, wie ihr seht, tabellarisch, tabellarisch. Ach, Scheiße! Tabellarisch, tabellarisch, keine Ahnung, tabellarisch. Ihr könnt quasi einfach sehen, wie der Status ist. Hier, das ist der allerstärkste Spieler an erster Stelle. Zweiter Spieler, Götze, Hummels, Sebastian Kehl, Robert Lewandowski. Oh Gott. Robert Lewandowski, war das gerade für ein Sprachfehler? Quasi an fünfter Stelle. Und ich würde sagen, die 1 bis 5, die würde ich schießen lassen. Was danach kommt, würde ich nicht mal aufs 5 Meter ein Scheunentor schießen lassen, weil die alles, wie ihr seht, alles total verhauen. Alter, was unterschied. Ist ziemlich cool gemacht. Gefällt mir auch sehr vom Optischen. Also hey, der FM13, Freunde, holt euch den, ohne Scheiß. Hier, das ist auch cool. Passt auf, das ist die Nummer 16, muss ich gucken hier. Mitarbeiter zu einer bestimmten Veranstaltung schicken, zum Beispiel zum Beach Soccer. Heißt, wenn ihr quasi ein eigenes Turnier macht, quasi jetzt ein Hallenturnier, Jugendturnier, Beach-Turnier gemacht, könnt ihr sagen, hey, Scout, geht da mal hin, wenn er auf der anderen Mannschaften, wie ihr hier auch seht, hier seht ihr es ja auch mit dem Beach-Turnier beobachten. Wer weiß, ob, es ist ja ganz bekannt, dass da immer so mega Talente da immer rumspringen, wie in Brasilien oder so, was heute mega die Weltstars sind, hey, die Weltstars, ich weiß, die Weltstars sind, finde ich richtig geil, weil so kann man sagen, hey, ich habe einen Jugendspieler gefunden bei einem Beach-Turnier und der schätzt Europafußballer des Jahres oder so. Also es ist noch besser geworden. Man kann ja bei FM 2012 kann man ja jeden Scout in jedes Land schicken. Man kann quasi ihn auch in Afrika auch versauern lassen. So, du tust es hier in der Wüste noch einen Spieler suchen. Viel Spaß. Aber es dauert doch so lange. Als Maul, das ist dein Beruf. Okay, Chef, bis in ein paar Jahren. So zum Beispiel. Man kann quasi einfach sagen, hey, pass auf. Pass auf, Thomas, du gehst quasi jetzt hier dahin. Beobachtet mal die Spieler, die Mannschaften, die das spielen. Wenn irgendjemand auffällt, sofort notieren. Vielleicht kann man den ja quasi in die Jugendmannschaft reinhauen oder sogar in die B-Mannschaft. Finde ich echt geil gemacht.
zum dritten Mal schon, aber hey, ist richtig cool, die Idee. Man kann quasi sich noch mehr Spiele und noch mehr Möglichkeiten haben, dass man einfach einen kleinen Gewaltstar hier aufzieht. Wie so jetzt als Beispiel, Barcelona hat jetzt mit dem Ronaldo, so einen kleinen Messi aus Holland, glaube ich, ich weiß nicht genau, sich geholt. Der ist 9 Jahre alt und der gilt als neue Messi anscheinend, naja. Aber wisst ihr, was ich meine? Quasi so einen kleinen Knirps hochziehen lassen bis zu einem Gewaltstar, finde ich echt cool. Vor allem, ich freue mich da auch darauf. Was haben wir hier? Turniersponsoren. Ich glaube, das haben wir schon. Passt mal auf. Sponsoren. Was? Sponsoren. Okay. Sponsorenauswahl für ein geplantes Turnier. Auch cool. Heißt, wie ich vorhin schon sagte, wenn ihr jetzt ein bestimmtes Turnier veranstaltet, wie jetzt gerühmt, ja, Jugendturnier, ein Abschiedsspiel, ein Beachturnier, Hallenfußballturnier und so weiter, dann könnt ihr sagen, hey, das soll mir jemand übertragen, da soll jemand mir die Banden hier bereitstellen. Wie ihr auch seht hier, Kosmetik, kriege ich 287.000 dafür, das ist eigentlich ziemlich viel. Ah, Hulps. Oder ich hole Monopoly rein, dass die quasi damit auch noch mit ihren Banden auch noch hier werben dürfen. Finde ich auch geil, kann man quasi noch mehr Geld hier reinbringen. Und ich glaube, wenn man immer wieder ein bisschen Geld brauchen kann, kann sowas natürlich helfen.